Jetzt könnten wir noch mal schauen, was ergeben zwei Schubspiegelungen miteinander verkettet. Das ist nämlich auch noch eine der Aufgaben gewesen auf dem Aufgabenblatt. 16e, genau. Okay, also ich habe eine Schubspiegelung, die zeichne ich mal so hier rein. Und immer schön die Geraden beschriften, ne? Dann fällt einem leichter, das Ganze zu sehen. Und dann eine zweite Punktspiegelung, die zeichne ich mal so hier rein. A, B, C, D, E, F. So. Na, das kann man sehr schlecht sehen hier. Dann mache ich es nochmal rot nach. Warte mal. So ist besser. D, E, F. Okay. Was können wir hier machen? Erstmal, wie viele Achsen haben wir? 1, 2, 3, 4, 6. Wir müssen 2 rauskommen bei. Kann also keine Schubspiegelung oder sowas rauskommen. Schnittpunkt von D und F drehen. So, dürfen wir am Schnittpunkt von D und F drehen? Dürfen wir nicht. Sehr gut. Gott sei Dank haben wir die Sache nochmal abgebogen. E und F können wir drehen, wird uns aber überhaupt nichts bringen. Aber die Schubspiegelung, die ist doch so ein bisschen eine besondere Abbildung. Ne? Die kann man ja zerlegen und da kann man auch ein bisschen Sachen tauschen, wenn man das möchte. In Reihenfolgen, da kann man ein paar Reihenfolgen tauschen. Oder man betrachtet jetzt nicht die Dreiachsenspiegelung, sondern ich gebe euch mal einen Tipp, okay? Man denkt sich, das hier ist ja eine Punktspiegelung. Also Achsenspiegelung an A plus Punktspiegelung. Und ich darf genauso gut hier, ich darf erst an diesem Punkt spiegeln und dann an E, das darf ich machen. Bei der Schubspiegelung darf ich da gewisse Vertauschungen vornehmen. Das ist eine Punktspiegelung hier und eine Spiegelung an E. Also Achsenspiegelung an A, Punktspiegelung, Punktspiegelung, Achsenspiegelung an E. Das steht auch als Tipp in der Aufgabenstellung drin übrigens. Wer die Aufgabenstellung aufmerksam liest. Also ich benenne mal die Punkte, damit wir darüber reden können. Das ist der Punkt B vielleicht, also Punkt A, B. Und das ist der Punkt C und D. Also wir können auch folgende Reihenfolge nehmen. A verkettet mit der Punktspiegelung an B, verkettet mit der Punktspiegelung an C, verkettet mit der Achsenspiegelung an E. Das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich müssen wir ja D, E und dann F, aber bei der Schubspiegelung, weil alles irgendwie senkrecht und parallel und so weiter zueinander ist, können wir auch erst an D spiegeln, dann an F und dann an E. Da dürfen wir vertauschen. Das ist eine besondere Situation, habe ich vorhin mal gesagt. Ne? Manchmal darf man vertauschen, in der Regel nicht. Hier darf man. Aber auch nur auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Ja. Ich hätte an Punkt B gedreht, B und C, dass C und D parallel sind. Wir dürfen doch an den Punkt drehen, den du gerade genannt hattest. Wir dürfen hier drehen an C. Weil es eine Schubspiegelung ist. Okay. Ja. Erst haben wir uns über dich lustig gemacht. Und dann war klar, nee, du hast doch recht. Am Ende geht doch der Sieger als stolzer Sieger aus der Situation raus und alle anderen sind beschämt, weil sie dich verhöhnt und verlacht haben. Genau. Nein, wir dürfen tatsächlich hier drehen, genau. Also wir dürfen an B drehen und C drehen. Wie? Ja, B und C, dass C und D parallel sind. Das C und D parallel. Dann schläge ich ja. D und E auf C, also dass D auf C liegt. Genau. Und dann D weg. Dann habe ich noch A. B. Stopp, warte mal. Genau. Du hast jetzt hier wieder im Einzelnen argumentiert mit den Achsen. Wir wissen aber mittlerweile, was ergeben zwei Punktspiegelungen verkettet? Eine Verschiebung. Kann ich
die Achsen gleich einzeichnen, diese Verschiebung. Wo liegen die beiden Achsen der Verschiebung? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aber die einleuchtendste, ja. Ich gebe euch mal einen Tipp. Das ist eine Hilfslinie. Naja, wenn ich jetzt die so drehe, dass hier zwei Achsen aufeinander liegen und verschwinden, wo liegen die verbleibenden zwei Achsen? Im rechten Winkel und durch welche Punkte gehen die? Genau, also hier ist die eine Achse und da ist die andere, ne? So. Also hier haben wir die Achse, nennen wir die dann F, G und H. Also was wir jetzt am Ende haben, ist A verkettet mit G, verkettet mit H, verkettet mit E. Und G und H sind parallel, aber das juckt uns wahrscheinlich nicht. Was machen wir jetzt? Kurze Frage, wo kommen jetzt auf einmal G und H her? Warum sind das jetzt neue Buchstaben und nicht nur mit irgendwas Strichunterschied? Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ach, ja, du hast recht. Weil wir uns gar keine Gedanken darüber gemacht haben, welche Geraden wir auf welche drehen. Wir haben einfach gesagt, die beiden Punktspiegelungen hier verkettet sind eine Verschiebung. Und zwar um den doppelten Abstand der beiden Punkte in die Richtung dieser beiden Punkte. Also kann ich die durch zwei Geraden darstellen, die da durchgehen. Ich habe gar nicht irgendwie jetzt argumentiert, welche Geraden ich auf welche drehe oder so. Die zwei Punktspiegelungen sind verkettet, eine Verschiebung. Ich weiß, wo die Achsen liegen müssen und welchem Abstand, fertig. Auch solche Abkürzungen dürft ihr natürlich machen, wenn ihr das wisst. So, wie sieht es jetzt aus? Also G und H sind parallel, aber wie verhalten sich G und A oder H und F? In unserem Fall? Genau. Ja? Also A und G ist doch eigentlich jetzt auch wieder eine Drehung und A und G auch wieder. Und dann kann man das so ineinander. Gut. A und G sind eine Drehung? Hallo. Wie schön, wenn wir hier drin sein. Wie schön für euch. Ja. Schade, wie lange war ich noch hier drin? 15:45 Uhr. Ja. Wolltet ihr hier rein? Ja, so gerne. Ja. Okay, tut uns leid. Ja, genau, wir haben den Raum offiziell gebucht. Genau. Ja. Manchmal, ja. Genau. Manchmal im Leben hat man Glück. Ja, genau. Ja, genau. Nee, okay. Viel Spaß. Danke. Ja. Doch ein schöner Raum eigentlich. Also, hat neulich auch jemand auf YouTube gefragt, ist das wirklich ein Piano da im Hintergrund? Ja. Ein Flügel. Nee, hier ist ein Piano. Wir haben sogar einen Flügel und ein Piano in dem Raum. Könnte eigentlich irgendjemand mal, wenn wir so einen schönen Stream machen, so Pausenmusik oder so ein. Da muss man mit der GEMA aufpassen wahrscheinlich. Okay, also. Wir wissen, wir haben doch hier gedreht. Muss doch A schneiden und H muss F schneiden. H muss E schneiden, Entschuldigung. Also haben wir zwei Drehungen. Und jetzt erinnert euch an den Anfang dieser Stunde: zwei Drehungen miteinander verkettet ergibt was? Eine Drehung oder eine Verschiebung. In dem Fall, den wir hier gezeichnet haben, ergibt es was? Drehung. Wie muss die Ausgangssituation gewesen sein, damit eine Verschiebung rauskommt? F und C parallel sind. Genau, F und C sind parallel. Da muss ich nämlich gar nichts drehen.
Vorsicht. F und C parallel. Ja, du hast schon recht. Ich bin gerade am Überlegen. Ist es nicht, was passiert, wenn ich das hier mache? Ah ja, genau. Nee, doch. Dann kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann ja bei einer Punktspiegelung auch erst an der Gerade spiegeln, an der und dann an den beiden. Ne? Das geht bei einer Schubspiegelung. Das heißt, ich habe eine Verschiebung. Ich habe eine Verschiebung. Und ich habe eine Verschiebung. Oh, drei Verschiebungen miteinander. Also Verschiebung hier lang. Dann die beiden Achsen zusammen ergibt eine Verschiebung darunter. Und die beiden Achsen ergibt eine Verschiebung darüber. Also drei Verschiebungen miteinander verkettet ergibt eine Verschiebung. Oder anders gesagt, die beiden Winkel. Hier habe ich ja bei der Punktspiegelung eine Drehung 180 Grad. Ja, nee, warte. Ja doch, ich kann auch Folgendes dann überlegen. Ich kann auch folgende Überlegung machen. So. Naja, es bringt nichts. Nee. Ich glaube, das ist schon eine sinnvolle Überlegung. Verschiebung, Verschiebung, Verschiebung. Ich darf halt bei der Punktspiegelung, bei der Schubspiegelung auch erst an der Quergerade sozusagen spiegeln und dann verschieben. Da kommt das Gleiche raus. Na, bei der Schubspiegelung gibt es manche, da darf ich einfach manche Reihenfolgen ändern, wenn ich mir sicher bin, okay, da kommt das Gleiche raus. Und dann darf ich auch erst an der Quergeraden spiegeln und dann an A und B. Ja, also klar. Ne? Wenn ich zwei Schubspiegelungen miteinander verkette, dann verschwinden zwei Achsen und es bleiben vier übrig im ersten Schritt. Und dann habe ich entweder zwei Drehungen oder zwei Verschiebungen, die zusammen wiederum eine Verschiebung ergeben. Beziehungsweise ich habe nicht zwei Verschiebungen, sondern ich habe die Situation, dass der Gesamtdrehwinkel ein Vielfaches von 360 Grad ist. Okay. Jetzt hat mich die Kamera verfolgt, obwohl ich das gar nicht eingestellt hatte. Ich hoffe, es ist alles zu sehen gewesen hier auf dem Video. Oh, die verfolgt mich. Das ist voll cool. Wenn ich so mache, dann stoppt sie. Gibt es Fragen dazu? Oder habt ihr noch, war das jetzt zu holprig am Ende? Ja. Nein,